Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019, unserem XL-Projekt oder unsere XL-Farm auf der Map Estancia La Pacho. Und wie ich letztes Mal angedeutet habe, beziehungsweise in der letzten Folge habe ich den gekauft, haben wir hier noch einen Häcksler stehen und den müssen wir jetzt mal kurz nach Hause bringen. Ich spiele heute mal ohne Sci-Tech. Einfach mal wieder oldschool per Tastatur. So, wir werden jetzt den Häcksler mal nach Hause bringen. Ernten bzw. häckseln können wir noch nicht, weil das Feld ist noch nicht so weit. Aber das wird in der nächsten oder übernächsten Folge, wobei wir könnten hier auch noch ein bisschen vorspulen, oder? In der nächsten oder übernächsten Folge können wir das, glaube ich, dann starten. Außerdem hatte ich gerade noch einen Gedanken. Genau, wir wollen ja häckseln. Dazu fehlt uns noch eine wichtige Einheit. Und es ist überhaupt ein Fahrsilo oder sowas ähnliches. Das heißt, das müssen wir auch noch irgendwo platzieren. Und ich weiß noch nicht, wo genau. Müssen wir mal überlegen. So, hoffentlich passt der hier durch. Ja, passt. So. Das Mähwerk kann ja anscheinend Raps und Soja häckseln, was ich mal stark hoffe, sonst bin ich ein bisschen sauer. So, warte mal, sollen wir das Silo hier hinstellen? Wir müssten hier aber erstmal den Boden noch angleichen. Oder aber wir stellen das hinten bei den Tieren hin. So, wir fangen mit dem neuen Weg. Mal auch mal einweihen. So, hier hat nämlich der Landschaftsgärtner, wer es nicht gesehen hat, letzte Folge vorbeischauen, einen neuen Weg für uns angelegt. Sehr praktisch. Hat lange gedauert, bis der da war. Ich dachte, der kommt ein bisschen flotter, aber nein, war wohl nichts. So, also eine andere Option für das Fahrsilo wäre... Jetzt fahre ich mit dem Ding hinein. Wäre irgendwo hier. Ich guck mal gerade. Haben wir überhaupt noch Kohle? Ah ja. Eine andere Möglichkeit wäre, wir nehmen natürlich gemotteten. Mittleres Doppelfahrsilo. Alter, nee, das stimmt, das war das große, was wir auch auf der Ravenport gebaut haben. Wie schaut das kleine? Kleines Doppelfahrsilo aus. So schon handlicher. Da war doch gerade irgendwas grün, oder? Hier hin machen. Aber das ist nicht gut. Also wir wollen ja die Tiere schon hier in dem Bereich ansiedeln. Dann würde ich eigentlich schon sagen, dass wir das Silo hier irgendwie platzieren. Aber nicht das kleine. Das kleine ist ein bisschen zu klein. Bin mal gespannt, wie groß das Wir wollen der BGA nicht unbedingt Konkurrenz machen. Ich denke, das hier passt. Ich hoffe, wir kommen da hinten. Hier von der Richtung können wir dann reinfahren. Müsste doch passen, oder? Ah ja, komm. So, dann brauchen wir aber hier nochmal kurz einen Landschaftsgärtner. Falscher Boden.
ist der richtige. Es muss natürlich alles hier stimmig sein. Also es geht, meiner Meinung nach geht es gar nicht, wenn hier dann Beton wäre. Oh, wir haben neue Erntereife erreicht. Das ist sehr gut. Wir können die Zeit wieder runterschrauben. Hallo. So. Was haben wir hier jetzt? Ach, Ernteruf Stufe 2. Dann können wir noch ein bisschen Gas geben. So. Hä? War doch im Landschaftsbau. Sollen das? Sieht halt nicht ganz so toll aus, aber gib mir Mühe. Bin halt nicht so gut wie der Landschaftsgarten. Bin ich nicht mehr verrutscht. Ich habe halt die Taste nicht belegt, das ist mein Problem. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, hier haben wir einen starken Geländeunterschied drin. Ja, schon. Also da müssen wir nochmal ein bisschen nachbessern. Im Landschaftsgarten hätte ich nie so viel Geld zahlen sollen. X. Passt, denke ich, so gut. Haben wir auch noch ein Silo. Und ich denke, hier kommen wir auch mit dem Radius gut hin. Den Kollegen hier stellen wir einfach mal ins Silo ran. Den werden wir heute noch nicht brauchen. Heute sind alles irgendwie nur so halbherzige Arbeiten. Dauert halt noch ein bisschen, bis wir so weit sind. Achso, warte mal. Hochzeit. So, gut. Weiter. Spulen wir jetzt nicht vor. Wir eigentlich das Wasser her? Oh nee, da hängt anscheinend noch ein bisschen Gras drin. So, wo hatten wir das Wasser her? Hatten wir einen eigenen Brunnen? Ich weiß es nicht mehr. Guck mal noch schnell bei den Hühnern vorbei. Das sind alles so kleine Aufgaben, die ein Hof auch machen muss, ne?
um die Produktivität auch am Laufen zu halten. Der LKW steht ein bisschen ungeschickt. Ey, was ist denn jetzt? Hab ich daneben geleert? Also wir haben hier einen krassen Kredit von über 1 Million Euro, oder? An den dürfen wir nicht, den dürfen wir nicht vergessen. Das ist wirklich voll, oder wie? Oh, wir haben noch ein Schaf gekriegt. Ja, ist voll. Die Sauberkeit ist wieder bei 100. Wasser brauchen wir für die Schafe. Stellen den mal so ab, dann kann nämlich die Schaufel nicht voll Wasser laufen. So ist gut. Alles schön ordentlich. Wir wollten. Habe ich den hier schon geputzt? Nee. Du. Gras haben wir noch eingelagert, gell? Heu müssen wir ordentlich noch mehr machen. Heute Abend um 20 Uhr kommt übrigens noch eine andere Folge. Und zwar eine Folge von Minecraft. Minecraft City 2. Das ist mal kein Livestream. Livestream gibt es höchstens, frühestens. Wieder am Samstag. So. Gut. So, was müssen wir jetzt noch machen? Ins Auto steigen. So, wo hatte ich jetzt das Wasser? Wo habe ich denn das Wasser geholt? Ich habe ja schon mal Wasser geholt, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ah, doch, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Es war an dem Fluss. Stimmt. Dann hauen wir noch eine Ladung Wasser bei den Schafen rein. So, mit dem Auto sind wir auch recht schnell. Haben wir keine Langeweile. Oh, was steht denn da hinten eigentlich für ein Häuschen? So eine Kapelle oder sowas? Da links hinten. Gucken wir gleich mal vorbei. So, hier war das. Da sind wir, glaube ich, einfach runtergefahren ans Wasser. Und haben da ein bisschen Wasser geklaut. Kurz auf der Karte, was das sein könnte. Das Bahnsilo. Ah ja. Okay. Okay. Aber ich habe da noch was anderes gesehen. Sägewerk.
Hey, hier ist ein Ausrufezeichen. Holz verkaufen. Ah ja. Und hier Hackschnitzel oder wie? Holz verkaufen? Hä? Warum gibt es hier zwei Trigger für Holz verkaufen? Ist ja merkwürdig. Da ist noch eine Ranch. Lass uns die mal noch angucken. Ich dachte, hier gibt es nur eine, aber hier gibt es ja wohl noch eine. Oh, die ist aber ein bisschen runtergekommen. Aber hässlich finde ich die nicht. Kann man hier auch schlafen? Oh, aha. Kann man hier hoch? Ach nee. Ach Leute, warum macht ihr das? Warum machen wir hier nicht offen, dass man da hochgehen kann? So, wenn man in das Haus reinkommt, kann man da drin bestimmt auch schlafen. Schade. Ach, das ist eine Kirche. Das ist eine Kirche, jawohl. Okay. So, gucken wir mal, ob wir da wieder hochkommen. Ja, supi. Satz mit X. Ja. Gut. Ich lasse die Zeit noch ein bisschen laufen. Oh, Bahngleise. Ich lasse die Zeit noch ein bisschen laufen, weil dann können wir vielleicht nächstes Mal wirklich schon häckseln. Das fände ich cool. Gehäckselt in der Folge habe ich nämlich noch nie. Ich habe nur mal im Singleplayer sozusagen Mais gehäckselt. Das war cool. Ich war erstaunt, wie viel da rausgekommen ist. Au. Knapp daneben. Ich glaube, wir kriegen damit bei den Schafen trotzdem das Wasser nicht voll. Aber es wird mal eine Weile reichen. Müssen wir wahrscheinlich demnächst auch einen größeren Tank kaufen. Oh nein. Oh, haben wir so Glück gehabt. Ich dachte, das Feld geht gleich kaputt. Voll cool, dass das mit dem Auto geht. Bist du viel schneller. Okay. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder oder heute Abend um 20 Uhr mit einem YouTube, mit einem Minecraft Let's Play. Bis dahin,